So, hallo und herzlich willkommen bei Verbrauchertest TV und heute geht's in den Garten. Und zwar habe ich euch ja versprochen, mehrere Videos zu machen und in kleinen Scheiben, sage ich mal, uns den Ecovax Gojivan mal etwas näher zu bringen, weil das ist ein sehr komplexes Thema und ich versuche mit den Videos eben die Individualität auch zu zeigen, die jeder im Garten hat. Also es gibt welche, die haben Golfrasen, es gibt auch welche, die haben Rasen mit Moos und Unkraut und vielen Huppels und Maulwürfe vielleicht auch noch. Und da hat man die Möglichkeit, auch gerade beim Ecovax etwas einzustellen. Ich werde jetzt nach und nach solche Videos erstellen und euch auch nach und nach auf die individuellen Geschichten aufmerksam machen und die Möglichkeiten, Einstellungen vorzunehmen am Gerät und in der App. Wir sind jetzt mal in den Garten gegangen, nachdem ich ja jetzt diese ganze Vorinstallation gemacht habe. Das Video könnt ihr euch hier drüben anschauen. Und damit wird es erstmal jetzt ernst für den Ecovax, denn er muss jetzt zeigen, was er drauf hat. Und ich habe mir wirklich kein einfaches Gartengelände ausgesucht. Es ist verzwickt und vor allen Dingen sehr aufgeteilt und dazu von den Teilrasen zum Teilrasen 50 bis 1 Meter breite Durchfahrten, die, ja, ich hoffe, zu meistern sind für den Ecovax. Wir versuchen es mal. Ich habe alles so mal erstmal vorbereitet. Ihr werdet es jetzt gleich im Video sehen, dass ich wie beschrieben quasi erstmal vorgegangen bin, um ihm erstmal das Gelände zu zeigen, um ihm die Grenzen aufzuzeigen. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Ich lasse jetzt erstmal alles im Schnelldurchlauf laufen, damit es nicht so lange dauert. Im Hintergrund seht ihr die 50 cm schmale Durchfahrt ganz deutlich. Auch eine Herausforderung für den Ecovax. Und jetzt verlege ich hier gerade die Stromleitung und den Anschluss zur Ladestation. Hier ist nochmal ein Aufbewahrungsfach, falls das noch keiner mitbekommen hat. Hier werden dann die Plastiknägel quasi reingeschraubt mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel. Das sind genau 8 Stück in der Anzahl, also 6 Stück hier auf der Platte und 2 sind nochmal hinter der Ladestation. Und dann schiebe ich den erstmal zum Laden in die Ladestation. Und da sieht man an das blaue blinkende Licht und den Sound, den man danach hört. Danach gebe ich den PIN ein, um den Ecovax zu aktivieren und natürlich auch das Abnehmen der Schutzkappe der oberen Kamera. Ladevorgang gestartet. Danach habe ich die Beacons aufgestellt. Da bin ich so ein bisschen nach eigenen Ermessen dran gegangen, aber so, dass eben die Beacons sich eigentlich quasi so gesagt immer sehen bzw. sich gegenüber lagen. Und vor allen Dingen nicht von irgendwelchen Gerümpel verdeckt waren. Hier siehst du die Aufteilung im Grundstück. Das hat sich aber als Fehler erwiesen, weil ich habe einen Test gemacht. Das kann man auf der App machen. Da zeigt er mir zwar ein starkes Signal an, aber ich habe nachher nochmal die Beacons getestet. Und hier ist die Erkennung und da kam eine Fehlermeldung. Also ein Beacon hat nicht die richtige Kommunikation gehabt, also fehlgeschlagen. Und da bin ich nochmal dran gegangen und habe den Beacon nochmal verstellt, der jetzt da unten angezeigt worden ist, als Fehler. Und zwar so, dass ich nochmal ein Beacon näher an die Ladestation positioniert habe, damit da die Sendekraft noch ein bisschen größer ist und er dann auch einen besseren Empfang bekommt. Er muss ja zumindest von einem Beacon einen guten Empfang haben. Und siehe da, die Erkennung war gut. Signal von Navigationssender wird erkannt. Bitte warten. Erkennung abgeschlossen. Erstellung der virtuellen Begrenzung starten. Und da kam auch prompt die Bestätigung vom Ecovax, dass eben die Signalstärke ausreichend ist und er jetzt die Kartierung vornehmen wird. Steuern Sie Ihren Goat, um die Erstellung der virtuellen Begrenzung zu starten. So, jetzt kommt der Hauptteil. Wir wollen jetzt die Kartierung vornehmen. Dafür bildet sich im Handy auf der App diesen Joystick ab. Dazu brauchen wir aber eine Bluetooth-Verbindung und die war bei mir auch nicht mehr so stabil. Ich habe mich aber immer in einer ausreichenden guten Nähe des Roboters aufgehalten. So sieht es also aus. Ich fahre jetzt erstmal rückwärts, wie man sieht. Und jetzt kann man mit dem Joystick auf dem Display die Ränder abfahren. Bis so 10 cm am Rand vorbei sollte man fahren. Und ja, und dabei zeichnet sich auf dem Handy bzw. auf der App
dann eine Karte ab. Ab und zu, muss ich sagen, habe ich den Stick immer zu weit nach oben gedrückt. Dadurch wurde das Bild eben nicht schrummrig, aber es klingte dann sich wieder ein. Also war jetzt nicht unbedingt tragisch. Ihr seht ja auf dem Stick oben drüber immer so ein paar Symbole. Da sind also diese Buttons für einmal ihn in die Ladestation zu schicken. Das ist das Haus mit dem Blitz drin und einmal diese Karte mit dem Kreuz, heißt also Kartierung unterbrechen oder abbrechen. Da muss man wieder von vorne anfangen, weil sich dann die Kartierung dann löscht und dann muss man den Vorgang wiederholen. Gerade eben habt ihr ja gesehen, ist wieder eine Meldung gekommen, dass eben die Bluetooth-Verbindung unterbrochen worden ist. Das passiert schon mal häufiger. Ich weiß selber nicht, woran es liegt. Der Abstand zum Mähroboter ist eigentlich immer ziemlich gering. Jetzt kommt gleich wieder eine Phase, wo ich den Stick wieder zu sehr nach oben gewischt habe. Dadurch trifft also die Karte in den Hintergrund, hebt sich aber wieder auf, sobald man den Stick dann wieder loslässt. Der Vorgang ist dann erst abgeschlossen, wenn man den GoG1 wieder zurückführt in die Ladestation. Jetzt geht es daran, Verbotszonen einzurichten. Das heißt also, wenn ihr eine Hüpfburg habt oder ein Blumenbeet, wo er nicht mähen soll oder darf, dann kann man das folgendermaßen machen. Also einmal auf dieses Tröpfchen mit dem Plus drücken und dann beginnt ihr quasi diese Verbotszone zu umfahren. Und wenn ihr fertig seid, also einmal rum, dann erscheint dann ein rotes Kreuz oder ein grüner Haken. Und der grüne Haken heißt dann alles gut, also so seid ihr damit einverstanden und drückt auf den grünen Haken und dann ist die Verbotszone eingerichtet. Hier seht ihr das nochmal auf dem Display und dann dürft ihr den Typen der Verbotszone noch eingeben, indem ihr das antippt. Hier sind es große Pflanzen, also ein Baum, und damit ist dann diese Zufahrtsverbotszone eingerichtet. Danach führt den EcoVex wieder zur Ladestation zurück und dann ist der Vorgang abgeschlossen. Danach würde ich empfehlen, das Kartenlernen zu aktivieren. Ist auch auf dieser App drauf, wie ihr seht. Und da durchfährt er nochmal sporadisch das ganze Grundstück nochmal ab, um es besser zu lernen, um vielleicht schwierige Punkte nochmal abzufahren. Und da sieht man jetzt hier bei den Bildern, ich habe es mal in Zeitraffer eingestellt. Also er fährt einfach nur ein bisschen rum, ohne zu mähen natürlich. Der Messerteller ist dabei aus. Er fährt also bei diesem Kartenlernen alle markanten Punkte ab. Ihr seht selber hier auf dem Video, das sind so Eckpunkte. Ich fand auch, er versucht sich zu orientieren. Hier und da mal, wo er meint, er kommt da nicht so ganz klar. Gerade wenn er so auf Hindernisse trifft, wie zum Beispiel die Rutsche da im Hintergrund, die gelbe, versucht er sich da auch noch wieder ein bisschen zu orientieren. Dann begibt er sich automatisch zur Ladestation, um den Vorgang abzuschließen. Hier seht ihr nochmal die engen Passagen auf dem Grundstück. Dann geht er wirklich nochmal in eine ganz engen Passage hier rein. Ja, wahrscheinlich sich zu orientieren nochmal. Und dann schließt er den Vorgang ab, indem er in die Ladestation fährt. Wenn das Kartenlernen abgeschlossen ist, dann bekommt man hier diese Nachricht und das heißt also, er entwickelt jetzt aufgrund seiner Lernphase einen Mähzeitplan automatisch oder man kann auch selber hingehen und sich einen Mähplan selbst erstellen und ihn dann auch einen individuellen Namen geben. Dann zum guten Schluss, um das wirklich noch mehr zu optimieren, würde ich auch hier die automatische Kantenoptimierung durchlaufen lassen. Da fährt er grundsätzlich alle Grenzen nochmal ab und das macht er ganz selbstständig. Das heißt also, ich mache jetzt hier nichts mehr, sondern er fährt jetzt selbstständig alle Grenzen nochmal ab, um sich die vielleicht nochmal zu verinnerlichen, um die dann zu optimieren. Keine Ahnung, wir werden sehen. Er hat ja schließlich einen KI-Chip, da wird er wahrscheinlich lernfähig sein, um sich zu optimieren. Ladevorgang gestartet. So, das war's. Erstmal mit der Grundinstallation für den EcoVex, damit er überhaupt mal erst fährt. Haben wir jetzt erstmal im ersten Teil, das Video verlinke ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung, und jetzt in diesem Teil gezeigt, wie man ihn erstmal vorinstalliert und installiert im Garten vor Ort und wie man ihn dort einrichtet.
Wir werden jetzt im nächsten Video die ganzen App-Einstellungen mal durchgehen und wie er dann letztendlich darauf reagiert. Da gibt es verschiedene Feineinstellungen, die man vornehmen kann, um es explizit auf euer Grundstück einzustellen. Was das für Einstellungen sind, das erfahrt ihr im nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Däumchen nach oben und abonniert den Kanal, um dran zu bleiben. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video.